Ja, meine Freunde, willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Und ich würde sagen, wir sind Deutsch oder beziehungsweise sprechen Deutsch. Und dann lassen wir den Bildschirm mal schwarz werden. Und wie ihr seht, spielen wir die Abenteuer von Tim und Struppi, das Geheimnis der Einhorn. Okay, drücke Start, um zu beginnen. Das machen wir doch mal. Also Start. Okay, wir erstellen ein neues Buch. Ja. Ich will ein neues Spiel anlegen. Okay, was können wir jetzt machen? Wir können Tim erlebe das Abenteuer alleine, allein oder mit Freunden, Wettkämpfe oder Bonus. Wir machen aber Tim die Abenteuer aus dem Film. Das ist, glaube ich, am spannendsten. Okay, das Abenteuer beginnen. Und jetzt sind wir hier in so einem Flugzeug, wie es aussieht. Oder sehen wir erstmal so ein Flugzeug, was durchs Gewitter fliegt. Wo wollen Sie hin? Und was mache ich hier? Woher zum Kuckuck sind Sie eigentlich? Bleiben Sie ganz Okay. ruhig! Unter tausend Eulen der Höllenmunde! Vorsicht! Wir müssen wohl nicht, wir dürfen wohl nicht in die Gewitter reinfliegen. Ist ja auch Ich will logisch. wieder aufs Wasser. Ich fühle mich nicht Oh. gut. Nur Geduld! Ich will hier raus! Oh, Haddock will die ganze Kapitän, Zeit hier schreien Sie raus. nicht so, bitte! Er muss hier Sie aber jetzt leider aufpassen! drin bleiben. Wir werden sterben! Auf keinen Fall! Auf keinen Fall werden wir sterben. Doch nicht mit Snook LP als Pilot. Oh, warum will ich eigentlich immer runtergehen, wenn ich hochfliegen will? So, das habe ich bestimmt vom Flight Simulator. Oder Flight Simulator. Und das war, glaube ich, jetzt so geplant, dass wir getroffen werden. Ja. Und jetzt sind wir in der Wüste. Vielleicht kennt ihr ja den Film. Und wenn nicht, könnt ihr euch den ja mal angucken. Der kommt, glaube ich, auch öfters mal so im Fernsehen. Oder ihr kauft euch den eben. Die Abenteuer von Tim und Struppi, das Geheimnis der Einhorn, das hatten wir bereits. Okay, geht's jetzt weiter? Ja. Und da haben wir Struppi. Struppi! Als erstes sind wir hier auf so einem Flohmarkt. Am Tag zuvor. Ja, zwei gedrückt halten, um Tims Witterung aufzunehmen. Wo ist denn der nette Herr Tim? So, hier geht's weiter. Ach so, und wenn ich nicht R2 gedrückt halt, verschwinden die eben. Hier geht's, wie es aussieht, nicht weiter. Hier hinten vielleicht? Auch nicht. Oder wir müssen vielleicht auch in diese Richtung. Ich war nur gerade verwirrt, weil wir hier die Fußabdrücke nicht mehr hatten. Aber doch, da sind die wieder. Gebrauchte Kleider, alle Größen, alle Moden, alle preiswert. Ja, da sind die wieder. Okay, hier geht's also weiter. Und während ihr gerade die Folge schaut, bin ich gerade in England und verbringe meinen, sagen wir mal, Osterurlaub bei meinen Verwandten in England. Und da haben wir den Ah, da Tim auch bist du ja, alter gefunden. Streuner. Warst wohl hinter Katzen her, was? Okay, jetzt müssen wir ihn, Was möchtest du mir zeigen? den Struppi verfolgen. Sachte Struppi. Können wir eigentlich auch rennen? Wie es aussieht, nicht? Oder erstmal noch nicht? Wolltest du mir Da nicht haben wir die gefallen? Einhorn. Ist ja gut, braver Hund. Du hast recht. Es ist wundervoll. Ja, und ob. Eine echte Karamelle. Karamelle? Na, sag ich doch. Kostet nur 90 Mark. Stobi, seit wann interessierst du dich für Schiffsmodelle? Das ist kein Knochen.
Für 50 nehme ich's. Sagen wir 70. Sie machen da ein echtes Schnäppchen. Was kostet das Schiff? Ich fürchte, es ist zu spät. Ich kaufe es Ihnen ab. Es tut mir leid. Ich will es nicht weiterverkaufen. Warten Sie. Ich bin Sammler. Ich zahle Ihnen den doppelten Preis. Ich bedauere. Hören Sie zu. Ich warne Sie. Ganz ruhig. Es reicht, Struppi. Es tut mir leid. Guten Tag. Okay, und da zieht der nette Herr wieder ab. Mehr oder weniger nett, würde ich mal behaupten. Denn das sind ja eigentlich die Verbrecher. Wirklich merkwürdig. Wir sind nicht die Einzigen, denen das Modell gefällt. Ich glaube langsam, dass mehr dahinter steckt. Was meinst du, Struppi? Ich kenne jemanden, der sich mit Schiffen auskennt. Soll ich sie bekannt machen? Ach, ja? Gerne. Dann los. Okay, jetzt müssen wir den wahrscheinlich verfolgen. Kommt, ich renn mal vor den her. Hm? Kann man den noch anrempeln? Nee, der macht da nichts. Dann los. Oder doch? Und Struppi läuft auch immer nur mit uns. Wenn man mal so guckt, wenn wir stehen bleiben, bleibt er auch stehen. Ah, der Käufer der Einhorn. So heißt sie. Drei Masten, zwei Decks, Kanonen und eine traurige Berühmtheit. Der Einhorn? Hier, das sollten Sie lesen. Okay, ein Buch. Lege deine Hand auf eine Seite und halte R2 gedrückt, um umzublättern. Die Einhorn und ihre schwere Erbe. Okay. Die Einhorn, Schiff der Flotte Ludwig des 14. Drei Masten, zwei Decks, 50 Kanonen. Ja, 15. Den 14. ist richtig. Ich habe gerade nämlich überlegt. Okay, 1667 verließ sie Einhorn Santo Domingo in Richtung Europa, als sie auf offenem Meer von Rackham dem Roten angegriffen wurde, einem gefürchteten Piraten. Der Kapitän der Einhorn ließ wieder jeden See rechts die Mannschaft im Stich und sprengte sein eigenes Schiff in die Luft. Dieser feige Akt verantwortlich für eines der dunkelsten Kapitel der christlichen Seefahrt, sollte die Nachfahren des Kapitäns für Generationen in Ungnade stürzen. Okay, der Kapitän der Einhorn. Ritter Franz von Haddock, denke ich mal. Er hat sie versenkt? Ha? Warum sollte er die Einhorn auf den Meeresgrund schicken? Das steht hier nicht. Geschichte steht nicht. Wie fies der guckt, oder? Sie ist auch in unserem Blut. Seltsame Zeichnung. Sieht aus, als wäre da. Ich nehm's. Vielen Dank auch. Einen schönen Tag noch. Okay, und da haben wir jetzt ein Buch und das Modellschiff. Scheinbar lassen sich die Masten drehen. Halte R2 gedrückt, um einen Mast zu greifen. Ja, und? Achso, jetzt müssen wir den drehen. Interessant. Und wer den Film kennt, weiß, was da dann gleich passiert. Muss ich die hier auch noch weiter? So, noch ein bisschen. So, und dann den noch. Und da haben wir. In dem Modell steckt doch was drin. Ein Verdeck. Oder jetzt können wir hier unten reingucken. Und jetzt
Weiß ich gar nicht, was ich machen muss. Ah, doch. Jetzt kommt da so eine Kiste raus. Auf jeden Fall sehr spannend. Ist das? Weiter mit X. Und da kommen drei. Der da. Der guckt auch schon wieder so fies. Oh. Jetzt müssen wir natürlich schnell hinterher. Wie kommen wir hier denn jetzt weg? Können wir irgendwie springen oder so? Ah. Okay, jetzt müssen wir kämpfen. Wie kämpfe ich denn nochmal? Ach so, mit Viereck. Okay, geht ja ganz easy eigentlich. Okay. Der Kerl ist sicher schon über alle Berge. Struppi, du bist dran. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder mit Struppi suchen. Okay, sie haben eine Trophäe verdient, der Flohmarkt. Das Abenteuer setzen wir natürlich fort. Oder ja, wir nehmen 11 Minuten auf, dann... Oder jetzt 12, dann setzen wir das lieber mal fort. Der Ladebildschirm ist auch ganz gut, wie Tim und Struppi da so rennen. Wir haben eine Spur. Guck mal, wenn man hier so den Analogstick bewegt. Die sind hinter dem Pergament her. Und ab ins Schloss. Von den Haddocks. M&G Vogelfaul. Klingeln dürfte überflüssig sein. Er ist jetzt im Schlossgarten. Was machen wir, Alan? Nichts vorerst. Man darf uns nicht entdecken. Okay, wir wurden beobachtet. Schade, dass man nicht rennen oder sprinten kann, sondern nur so joggen. Suchen wir einen anderen Weg, Struppi. Es muss hier noch anders reingehen. Hast du was gefunden? Einen alten Weg? Und? Hast du sie? Irgendein Junge hat sie mir von der Nase weggeschnappt. Wir haben sie jetzt, aber sie ist leer. Der Junge hat das Pergament sicher gefunden. Na, und jetzt haben die auch bemerkt, dass das Pergament nicht mehr da drin ist. Der Mann vom Flohmarkt. Wir brauchen das Modell zurück. Los, folgen wir ihm. Endstation. Hurra, Struppi! Los, hinterher. Die Ratten kennen sicher den Weg. Sie führen eine Ratte. Sie wissen sicher von dem Pergament. Mach weiter. Ja, zwei. Wo haben wir nochmal? Wo ist die Ratte jetzt hin? Die fiese Ratte. Ah, hier. Gehen wir einfach mal hierher. Kann man die Kamera auch irgendwie schwenken, sodass ich irgendwie besser sehen kann. Ah, hier. Hier müssen wir jetzt graben. Achso, ich muss die ganze Zeit drücken. Okay. Da komme ich nicht durch. Du
Weg finden, mich hineinzulassen. Okay. Auch gut, dass er bellen kann und dann die Ratten erschrecken kann. Wie viele Ratten denn noch? Gehe ich mal lieber. Drücke wiederholt, um zu klettern. Drücke, um zu springen. Gerade noch mal gut gegangen. Jetzt wieder klettern. Hier. Komm, gehen wir mal unten her. Ich will immer bei R2, R1 drücken. Okay, eine goldene Krabbe. Hier waren wir bereits. Wir haben nur den Umweg unten drum gemacht. Hier hoch vielleicht jetzt. Mann. Hier hoch. Dann so und so und so. Jetzt hier durchrahmen und da haben wir gerade Tim gesehen im Fenster oder so. Jetzt müssen wir doch hier hoch, oder? Anscheinend nicht. Na toll. Ja, hier müssen wir jetzt hoch. Na. Toll, und jetzt? Ach so, ist ja ganz leicht, hier drüber springen. Warum ist mir das nicht sofort eingefallen? Wir sind im Keller von Schloss Mühlenhof. Endlich! Moment. Hier, nimm das Pergament, Struppi. Wenn es ernst wird, suchen sie nicht bei dir. Ja, und wieder der Ladebildschirm. Und der kommt auch genau zur rechten Zeit, würde ich mal behaupten. Denn wir haben jetzt 20 Minuten gespielt. Übermorgen geht es dann weiter mit dem Spiel. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verlasse das Ganze mal. Ja, wir haben ja gespeichert. Beziehungsweise Auto gespeichert. Ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. War auf jeden Fall spannend. Bis zum nächsten Mal. Ja, das war die erste Folge von Tim und Struppi, das Geheimnis der Einhorn. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Es war auf jeden Fall schon so ein bisschen Spannung drin. Und wer den Film kennt, der weiß eben, was jetzt im Verlaufe des Let's Plays noch alles so passieren wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ihr hoffentlich auch. Danke fürs Zuschauen. Übermorgen geht's weiter, wie schon gesagt. Tschüss.